dem ehemaligen Lokführer und jetzigen Bürgermeister der Gemeinde Wörgl in Tirol, Herrn Michael Unterguggenberger, werden in der Klageschrift die folgenden Vergehen zur Last gelegt. Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Untergrabung der staatlichen Autorität, Aufruf zum kollektiven Ungehorsam und Verstoß gegen das Banknotenmonopol sowie Druck und Verbreitung illegaler Zahlungsmittel. Euer Ehren, ich möchte nur ganz kurz erzählen, was bei uns in Wörgl wirklich passiert ist. Wir haben Arbeitslose gehabt, so viel wie überhaupt noch nie in unserer Geschichte. Das Essen hat nicht gereicht, die Kinder haben gehungert. Ich habe einfach nicht mehr zuschauen können. Einspruch, Herr Ehren. Bekanntlich es ist nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts, über den Wert oder Unwert der Bürgeraktion zu befinden. Das ist ein historischer Prozess. Da geht es doch nicht um Wörgl. Da geht es doch um eine globale Krise und um Auswege und Lösungen. Begreift es das nicht? Verflucht doch einmal! Einspruch stattgegeben. Kein Wunder, dass du so dürr bist mit dem, ha? Eingefleischter Vegetarier sozusagen. Ja, weißt du, was die Indianer zu den Vegetariern sagen? Ha? Die sagen, der nichts geschossen hat. Was ist los? Hat der Humor heute einen Zug verpasst, oder wie? Hier schon länger nicht mehr zum Lachen ernst. Die hätten sie ernst darfen sollen, ha? Ja, die hätten sie überhaupt nicht darfen sollen. Hat mich noch keiner gefragt. Gott sei Dank, ein Atheist, ha? Du, aber einen habe ich noch, gell? Da, in Innsbruck haben sie eine Bank ausgeraubt. Hey, verstehst du nicht? Bank. Servus. Da. Bank, ausgeraubt. Verstehst du, die haben ja selber nichts. Ach so, ja. Lest euch das durch. Das ist eine Antwort auf die Krise. Das ist die Antwort. Aber lest euch das durch. Sag mal, bist du verdeppert oder stellst du sie noch so? Unter Guggenberger, willst du uns beim Verteilen helfen? Ich bin nur froh, dass der Mutter das nicht mehr sehen muss. Die Mutter hat mich unterstützt. Nicht so wie du. Ja, lest euch das durch. Ja, der Michel nur so hirnrissig sein kann. Was hat er denn schon wieder gemacht? Ah, Nazi-Zetteln verteilt er mit Waldertoni und seiner Bagage. In seine Schuhe hat nicht jeder selber einwachsen müssen. Was machst du da? Warum bist du nicht in der Schule? Die Lehrerin hat uns heimgeschickt, weil es letzte Nacht in die Klasse eingeregnet hat. Ach. Soll ich einmal mit dem Michi reden? Ha? Ach, das kannst du vergessen. Hast nicht eher du was vergessen? Jesus, erinnere mich nicht daran, die Gemeinde. Ach so. Entschuldige. Christi. Christi. Ich darf nicht aufgehen.
Die Mama steht noch alle auf der Straße, Kruzifix. Verkaufen ist die einzige Option. Die Maschinen bleiben da. Die Fabrik ist dicht, Lenk. Und sagen wir uns ehrlich, Ihre lächerlichen Protestaktionen bringen doch auch nichts. Lächerlich? Wir demonstrieren. Ihr sitzt leid etwas dummer. Ja, ja, passt schon. Wenn es für Streiken ein Geld geben tät, dann wären Sie ein reicher Mann, Lenk. Und wenn Sie nicht gleich aufhören mit dem Blödsinn, Stava, dann kracht's. Ach so, streiken Sie dann wieder. Es reicht! Mein Gott, können wir jetzt endlich weitermachen, ne? Traktand um zwei. Ach, interessiert doch eh keinen, die geschissene Wahl. Also, die Gemeinde braucht Geld. Punkt. Und wie Sie wissen, war ich jahrelang an der Finanzprokuratur in Wien tätig. Ich kenne mich also aus. Wir müssen verkaufen, was geht, und die Steuern eintreiben. Und selbst wenn wir pfänden müssen. Pfänden? So weit kommt's noch. Ihr Wiener, ihr wisst's alles besser, ha? Wollen Sie jetzt einen Bürgerkrieg auch noch starben? Nein. Dafür sorgt schon Ihr Sozis. Es gibt hier nichts mehr zum Verteilen. Wenn der eh schon nichts hat, noch was wegnehmen. Wie soll's am denn da besser gehen? Ha? Mein Gott. Aber bitte, dann schlagen Sie was Besseres vor. Ja. Da muss man halt nachdenken. Und nicht gleich aufeinander losgehen. Aber es ist nicht immer der Einfachstellig ist. Bankrott ist Bankrott, unter Guckenberger. Wörgl kann den Konkurs anmelden, so wie Kirchbichl und Hering und die ganzen anderen Gemeinden rundherum. Wörgl gibt's finanziell gesehen gar nicht mehr. Ja, aber die Leute gibt's. Die ganzen Leute. Das sind unsere Nachbarn, unsere Freunde. Die können wir doch nicht einfach im Stich lassen. Ganz richtig, Michel. Was ist denn mit dir, Michel? Was soll sein mit mir? Ja, mach doch du den Bürgermeister. Sitzt schon lange im Gemeinderat und als Lokführer bist du Verantwortung sowieso gewohnt. Ja, das ist doch was ganz anderes. Wieso? Nächstes Mal bist du wieder dran mit Gute Nacht, Geschirr. Nee, war es so schlimm? Naja, musst du das ja nicht mehr antun, gehst halt nicht mehr hin. Das wäre wohl müssen. Geh, wer soll dich denn zwingen? Sag jetzt, was ist denn los? Provozieren habe ich mich lassen. Zu was? Na. Einer muss es ja machen. Ja, aber warum denn auf einmal du? Alle wollten, dass ich es mache. Das glaube ich sofort. Der Stava wollte pfänden. Ja, aber erst willst du gar nicht hingehen und dann kommst du als Bürgermeister heim? Ausgerechnet jetzt gerade, wenn alle bis zum Hals im Dreck stecken. Frage mich auch, Bürgermeister. Ich glaube, ich spinne. Die Krise hat ganz Europa weiterhin fest im Bürgerkrieg. Berlin. Dramatische Zahlen von der Reichsprüfstelle. Mehr als 6 Millionen Arbeitslose versucht allein das Deutsche Reich. Wien. Die Regierung beschließt das Rettungspaket für die insolvente Kreditanstalt. 779 Millionen Schilling werden aus öffentlichen Mitteln der Banken verwendet. Hören wir nun den Liebestraum, gespielt von... Kommst du jetzt her? Ich hab schon gehört. Gratulation. Ich kann's nicht nur mir sagen, was lang geht. Weißt du, wie du die Welt rettest? Schalte mal deinen Kopf ein. Oder ist der Schutz viel verlangt für dich und dein Nazi-Bagage? Groß reden und nichts Stand bringen. Der Hitler macht zumindest was. Ach so. Macht er was. Ja.
Peter. Ich werde mal zeigen, was er macht. Da schau her. Da steht alles drin. Lies mal den Scheißdreck. Dann reden wir weiter. Lesen kannst du ja, oder? Geh, lass mir doch in Ruhe. Oder hast du das auch schon verlernt? Ja, jetzt lauf nur davon, du. Du Esel, du. Grüß dich, Susanne. Grüß dich, mich. Also, grüß Gott, Herr Bürgermeister. Bitte schön, Ihr Büro. Funktioniert der Apparator? Ja. Gut. Ja, aber ohne den Kredit krepieren wir. Ja, was sollen wir jetzt nach Goldgraben oder nach Öl bohren, oder was? Hallo? Hallo? Ja, dann geht's doch alle zum Teufel miteinander. An den Teufel glauben Sie. Aber an einen Gott nicht. Guten Tag, Herr Pfarrer, bitte. Nehmen Sie Platz. Die Notverköstigungen langen hinten und vorne nicht. Ich muss die Kinder hungrig wegschicken. Die Zilli und ich sind die Einzigen, die noch was tun. Und was macht der Gemeinderat? Jetzt zerfleischt es euch nur. Aber wenn noch nicht einmal der Bürgermeister einen Glauben hat, ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Herr Pfarrer, bitte, lass uns die Kirche im Dorf. Ich hab das Amt doch gerade einmal erst betreten. Nur der Glaube an Gott kann die Leute aufrichten. Ohne den Glauben können sie dem Elend nie ein Ende setzen. Auch wenn es ihnen nichts bedeutet, aber ich bete für unseren Ort. Und von mir aus auch für Sie. Bitten Sie lieber für Ihre Wunder, Herr Pfarrer. Unter Kuchenberger. Aber die Ehre. Ja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, was? Gratulation. Ich brauche da etwas von dir. Früher der Spartak hat der Sportplatz hergerichtet. Toni, bitte, schau dich um. Wir haben wirklich andere Sorgen. Die Moral der Jungen sinkt. Wichtig ist, dass die Burschen Arbeit haben. Alles andere finden sie von allein. Genau darum geht's bei unserer Kundgebung. Wir haben einen exzellenten Redner aus Deutschland eingeladen. Nein, danke. Kannst du das zumindest anhauchen? Toni, glaub mir, ich weiß, was da kommt. Es geht um Arbeitsbeschaffung. Genau, was wir brauchen. Dem einen was wegnehmen, um dem anderen was geben. Das ist euer Plan? Das machen doch die Juden genauso. Weißt, eigentlich habe ich gar keine Lust, mit dir weiterzureden. Fertig, komm. Also das Linken immer so kategorisch sein müsst. Ich bin kein Linker. Du, ein Rechter. Da gibt's ja noch was dazwischen. Aha. Da bin ich aber gespannt. Ich habe jede Menge zu tun, wenn du mich jetzt entschuldigst. Wir sind nicht so verschieden unter Kuchenberger. Wie Tag und Nacht. Ihr richtet einen Burmann schönen Gruß aus. Was? Die Schulleiterin, den Kapellmeister oder den Mann von der Feuerwehr. Wen soll ich als Erster einholen? Was nachdenken? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Er muss nachdenken. Der Staber war doch in der Finanzprokuratur. Fällt dem nicht was ein? Ach. Was du über die Schuhe gesagt hast, in dem man zuerst nur eine wachsen muss. Ich fürchte, die seien mir mehr als ein paar Nummern zu groß. Weißt du noch, was die Leute gesagt haben, wie wir uns kennengelernt haben? Das geht nicht gut, haben sie gesagt.
Wegen dem Stand nicht, wegen dem Alter nicht, wegen was Gott was nicht. Und, haben sie recht gehabt? Nein. Manchmal muss man einfach nur ganz sich selber vertrauen. Ja, dafür gibst du mir aber zwei. Ja. Michel? Sag mal, du bist am Bahnhof vorbeigerauscht. Es könnte funktionieren. Was? Es könnte wirklich funktionieren. Tauschen. Silvio Gesell. Ein Visionär. Der hat genau verstanden, was das Problem am ganzen Geldsystem ist. Und wo hast du das jetzt her? Das hab ich schon lang. Und wieso hast du mir das nicht gesagt? Das ist mir damals runtergekommen, im Krieg. Ich hab's einfach nur vergessen. Und um was geht's da? Um was Großes. Sind die Notizen alle von dir? Und das funktioniert? Ich weiß nicht. Aber manchmal muss man was riskieren. Und das einfach probieren. Zum Beispiel, wer der Hübscheste nicht macht. Manchmal funktioniert es. Oh, bist du schwer. Du bist alt. Und verrückt. Aber ich mag verbuckt. Stellt euch einmal Folgendes vor. Jeder ist verschuldet. Da muss ich mir nichts vorstellen. Ja, genau. Jetzt passt's auf. Ein Gast kommt in unseren Ort, geht zum Zensor, will ein Zimmer. Ein Zimmer. Legt einen Hunderter auf den Tisch und kriegt einen Schlüssel. Jetzt nimmt der Zensor den Hunderter, geht damit zum Lechner. Zahlt ihm damit seine Schulden. Dankeschön. Der Lechner geht mit dem Hunderter zur Wirtin und begleicht damit seine Zeche. Dankeschön. Die Wirtin geht zum Toni und zahlt ihm die Würstchen und das Fleisch. Bitte. Gerti! Gerti! Und der Toni geht mit dem Hunderter zur Gerti und gibt ihr endlich ihr Geld. Und die Gerti geht zum Zensor, legt ihm den Hunderter auf den Tisch und zahlt ihm die Zimmer, die sie immer bei ihm nimmt. Das Zimmer gefällt mir nicht. Und am Schluss kommt der Gast grantig von oben, sagt, das Zimmer gefällt mir nicht, nimmt den Hunderter, der da liegt, und geht. Also was ist Geld? Eine Vereinbarung. Wir einigen uns darauf, dass ein Fetzen Papier auszählt. Michel, von was redest du da bitte? Dass Geld an sich nichts wert ist. Und weiter? Dass es um den Glauben daran geht. Red Klartext, Sakrament. Wir machen unser eigenes Geld. Ja,
Aha. Und wie? Scheiß das? Das ist die einzige Alternative, wo wir niemandem was wegnehmen müssen. Wir haben die Rohstoffe, die Maschinen, wir haben die Arbeitskräfte. Warum steht die Fabrik also still? Weil ein lächerliches Tauschmittel fehlt. Absoluter Schwachsinn. Wieso? Es ist nicht möglich. Im Gegenteil, es ist ganz einfach. Ist es nicht? Wieso? Weil es illegal ist. Wer sollte was dagegen haben, wenn wir uns selber helfen? Schon einmal was vom Banknotenmonopol gehört? Ja, aber wenn die Teilnahme freiwillig ist und kein Annahmezwang besteht und keine allgemeine Gültigkeit, dann... Ihr guter Wille ist recht und schön, Herr Bürgermeister, aber es ist und bleibt verboten. Vergessen Sie es. Michael! Nein, sei nicht beleidigt, Mensch! Und, wir haben sie es aufgefasst. Aber was sagst du zur Fabrik? Ach, so weit bin ich gar nicht gekommen. Was ist genau passiert? Staber meint, es wäre kriminell. Kriminell? Mhm. Boah, dass du alles so vertreiben musst. Aber ohne Staber kann ich mir das Ganze in die Ohren schmieren. Karotze und Parasiten, keine Ausmerzen. Aber haben wir auch was genug. Das war für unsere Leiche. Habt euch unsere Argumente an. Große Kundgebung nächste Woche am Sportplatz. Vielen Dank, Frau Lechner. Danke. Wiederschauen. Kommen Sie gut nach Hause. Erst macht sie ihn zum Bürgermeister und jetzt lasst sie ihn im Stich. Was? Hast du überhaupt verstanden, um was es da wirklich geht? Ja, ja. Ums Geldfälschen. Na, um eine echte Chance. Schau, Rosa, ich möchte nur Probleme vermeiden. Das nennt man feig. Moment, Moment. Es gibt einfach Gesetze, an die man sich halten muss. Ja, genau, weil die Großkopferten das machen, oder? Du bist so ein Naivling. Da geht's doch nicht um Naivität. Ich bin ein Realist. Irgendwas müssen wir doch machen. Ja, aber doch nicht eigenes Geld drucken. Ja, mein Gott, dann nennt es halt nicht Geld. Sondern? Keine Ahnung, anders. Tut mir leid. Feigling. Jetzt weißt du, warum das mit uns nicht geklappt hat, Georg. Wenn Sie diese Idee weiterverfolgen, dann... Zeigen Sie mir an, ihr habt's verstanden. Moment. Wenn Sie das wirklich machen wollen... Dann überlassen wir den Nazis das Feld. Gut, bitte, von mir aus. Wären Sie so großzügig, mich ausreden zu lassen? Bitte. Also, wenn Sie das ernsthaft in Erwägung ziehen, dann dürfen wir die Scheine auf keinen Fall Geld nennen. Staber, ich hab gewusst, du hast Herz und Verstand. Seit wann sind wir auf einmal per Du? Seitdem du wir gesagt hast. Aus. Nochmal rein. Aus. Das ist aber keine Dauerlösung. Kommt ganz drauf an, wer alle mitmacht. Wie man das so. Danke. Schau, würdest du die Leute für sowas behandeln? Ich arbeite jetzt schon für gestrickte Pullover und Hollersaffen. Mach zu, Michel, ich mach mir ernste Sorgen um deine Lunge. Du gehörst auf Kur. Zuerst kurieren wir mal unsere kranke Heimat. Ja, bitte. Also, was sagst du?
Ja, und was kriege ich dafür? Gestrickte Pullover und Rollersoft. Na doch. Sie haben doch gesagt, Gelddrucken ist verboten. Wir drucken kein Geld, sondern Arbeitsbestätigungsscheine. Ach, machen wir jetzt schon mit dem Klassenfeind gemeinsame Sache? Jetzt scheiß einmal auf rechts oder links, Hans. Gehen wir gemeinsam geradeaus. Wie viel sollte man denn von denen drucken lassen? Nur so viel wie an Steuern in der Gemeindekasse fehlen. Und warum drucken wir da nicht gleich mehr? Weil wir nicht mehr brauchen. Unser Geld ist besser. Arbeitsbestätigungsschein, bitte. Wenn der Staber mitmacht, dann kann das nur ein Schwachsinn sein. Und wer soll denn die annehmen? Jeder, der will. Je mehr Leute mitmachen, desto besser. Ich übernehme außerdem die alleinige Verantwortung dafür. Vermerkt es im Protokoll. Hey Michel, da macht doch keiner mit. Der Arzt und die Rosa sind schon dabei. Was soll ich mit einem Kleid, ha? Also, wenn ihr mich fragt, lieber, komisches Geld, das AB-Schein, Herrgott, noch mal. AB-Schein. Jetzt komm, Hans. Wo ist denn der Revoluzzer in dir? Und wer soll den Druck zahlen? Du willst deine sichere Arbeit bei der Bahn kündigen und mit der Abfindung diese Scheine da drucken. Versteh das richtig? Wenn die Sache wirklich funktionieren soll, brauche ich ohne dies jede freie Minute. Da kann ich nicht ständig Lokomotiv fahren, Arno. Aber du weißt schon, dass wir zwei Kinder zu versorgen haben. Wenn nicht einmal ich dran glaub, wer dann sonst? Und was ist, wenn das alles schief geht? Ja, du musst selbst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst. Geh, okay, jetzt komm mal nicht mit deinem Mahatma Gandhi. Grüß dich. Zum Kasperl. Michi. Red ruhig weiter. Nimm Spielgeld da. Die hab ich schon einmal. Findest du keine gute Idee? Bin ich nicht der Einzige? Ja, es reicht. Das ganze Dorf lacht über dich. Aus, hab ich gesagt. Von dir muss ich mir überhaupt nichts sagen lassen. Du, so redst du nicht mit der Rosa, ja? Ich red mit der Rosa, wie ich will. Ist ja nicht meine Mutter. Du hast recht, Rosa. Was habe ich mir nur gedacht? Ich setze doch nicht das Wohl meiner Familie aufs Spiel. Natürlich behalte ich meine Arbeit. Soll sie halt wie andere den Kopf zerbrechen. Ich trete als Bürgermeister zurück. Wie lange bist du schon Lokführer? Ich weiß nicht. Ewig. Du gefällst mir gut in deiner Uniform. Das kannst du mir glauben. Aber so ein Dreiteiler wäre schon auch schick. Ich weiß, die seien nicht billig, aber ich habe ein paar schöne in meinem Laden.
Vergiss halt deine Arbeitsbestätigungsscheine nicht. So, jetzt hört's mal alle her. Der Bürgermeister hat euch was mitzuteilen. Kommt her. Ja, kommt's näher. Jeder hat ein Recht auf Arbeit und Brot. Und wir in Wörgl lassen uns das auch nicht nehmen. Deshalb hat unser Gemeinderat einstimmig beschlossen, Notstandsarbeiten zu vergeben. Und bezahlt werden sie damit. Schaut aus wie Geld. Funktioniert wie Geld, ist aber kein Geld. Es ist besser. Herr Bürgermeister, geben Sie mir so mal bitte. Das hier sind Arbeitsbestätigungsscheine, kurz AB-Schein. Monatlich gehört eine Marke draufgepickt. Das kostet ein bisschen was. Das soll aber nur ein kleiner Anreiz sein, dass die Scheine schneller ausgegeben werden. Klar? Marken? Wo wolltest du denn das Geld hinschicken? Ja, genau. Kriegen dort die Scheine am Gemeindeamt, kaufen, draufbicken, fertig. Und das Wichtigste ist, alles ist freiwillig. Also jeder, der für die Scheine arbeiten macht, ist willkommen. Jeder, der die Scheine an Geldestadt annehmen will, auch. Ja, Spinnerei. Wer wird denn für Spielgeld arbeiten? Ja. Jeder, der Arbeit sucht, kriegt auch eine. Versprochen. Je mehr Leute mitmachen, desto eher können wir Wörgl retten. Gleich morgen früh, Punkt 7, bei der Fabrik werden die ersten Arbeiten vergeben. Da ist einiges zu tun, bis die wieder läuft. Gehen wir's an. AB-Scheine lindern die Not, schaffen Arbeit und Brot. Auf Wörgl. Hurra! Auf Wörgl! Ich hab's ja gleich gesagt. Wir hätten das besser erklären müssen. Die Leute verstehen das nicht. Also vor allem das mit dem Wertverlust. Ich gebe zu, die Sache ist finanztechnisch. Kann der auch mal sein Maul halten? Also nur, weil Sie das mit den Marken selber nicht kapieren, müssen Sie jetzt nicht gleich unhöflich werden, gell? Was macht denn der überhaupt da? Michel? Mann, da grüß euch! Jockel, du bist ein Schlosser, oder? Ja, kommt ja mit. Luis, da hat die Strumpf die Maschine gemacht. Ja, du müsst ja wohl Dank sein, oder? Das
Herr Bürgermeister. Ja? Bitte kurz kommen. Was sage ich denen? Ja. Schick sie alleine. Der Hauptplatz gehört saniert, bevor sie dann wieder den Hals bricht. Deine Mannschaft suchst du am besten selbst aus. Passt, schickst mein Nächsten eine. Die Kanalisation muss gemacht werden. Und die Schule braucht ein neues Dach. Eine Straßenbeleuchtung muss installiert werden. Die Brücke bauen wir fertig. Und wir stellen Bänke auf und legen Wanderwege an. Da. Da machst du her, dein Hackel. Und wo bekommen wir dann jetzt da was dafür? Mann, da schauen wir mal. Grüß dich, Fini. Grüß euch. Gilt das da bei dir? Sag mal her, Luis. Also Geld hab ich anders in Erinnerung. Das ist sogar noch besser, sagen Sie. Linda, die Not gibt Arbeit und Brot. Wem ist denn jetzt das eingefallen? In so einem Lok 4. Der jetzt dicht nah, oder was? Ja, genau. Nimmst du es jetzt oder nimmst du es nicht? Na, gib halt her den Fetzen. Da habt ihr euch her, Mann. Paul, kommst du? Da gibt's Arbeit. Das ist aber Training. Ich stehe schon 3 Stunden da. Sag ich ihm nach, lang kann's nicht mehr dauern. Ach, Alter. Wo ist denn der Konrad? Und der Paul? Hä? Sagt sie dann, wenn sie nicht zum Training kommen, dann brauchen sie beim Spiel gar nicht erst aufkreuzen. Na da. Was druckt denn der Schuch? Hm? Wieso nimmst du eigentlich die Scheine nicht? Warum sagst du mir nicht, was dich wirklich beschäftigt? Der Vater ist dazu da, um mit ihm zu streiten. Das hat die Natur so eingerichtet. Was meinst du, was ich mit meinem Alten gekämpft habe? Aber irgendwann schlagst du dann einfach zurück. Da hast du ein schlechtes Gewissen. Das soll der haben. Da schaut er den Platz an. Könnte er auch endlich mal herrichten lassen. Oder darf der auch einmal zuschauen kommen? Na, der interessiert sich ja ein Scheißdreck für die. Ist ein schlauer Bursch, Michi. Lass dir nichts anderes erzählen, ist ja gar nicht von deinem Alten. Denk lieber mit deinem eigenen Kopf. Jetzt nimm Haltung an, sonst schamme ich mich noch für meine Entscheidung. Schaut her, Burschen! Unser Kapitän! Darf es ein bisschen mehr sein? Du la eini. 6 Schilling. Hey Franz, jetzt sei das kein Sturschädel. Jetzt nimm's doch. Graf Sagrette hat ein neues Kleidi bei mir, hm? Die Grete hat gar nicht genug. Aber damit geht sie noch ganz was anderes aus. Was soll ich mit dem Spielgeld? Zahlst du den Peppi damit? Der Bauer ist kein Depp. Dann sagst ihm, der Doktor nimmt's auch. Der Baby soll sich seinen Bugel anschauen lassen. Der kann ja schon immer normal gehen. Na, hab ich gesagt. Schau her, die neuen Wanderwege. Da oben fangen wir an. Du wartest jetzt einmal kurz draußen, bitte. So, bitte. Wir müssen uns unterhalten.
Michel, du vergibst zu viele Arbeiten. Du solltest dir mal reden, Herr. Zu viele Arbeiten. Mit Verlaub, Herr Bürgermeister. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir bald kein Geld. Dann sind wir bald wieder pleite. Genau, danke. Wir können die Scheine nicht einfach so zum Fenster rausschmeißen. Geld ist nichts wert, wenn es nur herumliegt. Ja, aber diese ganzen unsinnigen Arbeiten. Unsinnig? Naja, das mit den Bankeln und die Wanderwege. Das ist für die Touristen. Welche Touristen, bitte? Es gefällt mir ja, dass ihr zwar mal einer Meinung seid, aber zum Sparen ist jetzt wirklich der falsche Moment. Geld, oder wie immer man das Zeug auch nennen will, kehrt unter die Leute. Nur dann kann es was verändern. Aber die Leute werden unruhig, Michel. Man muss mit den Scheinen ja irgendwas kaufen können. Wir haben zwei Geschäfte. Zwei. Die Wirtin und deine Frau. Grüß dich, Zilli. Eine Frechheit ist es. Die Mann das Spielgeld vorsetzen, dass sie das dann versaufen. Die armen Mann da arbeiten lassen für nix und wieder nix. Für ein fetzen wertloses Papier. Dass du sowas zulässt, Frau Bürgermeister. Bleiben wir nur lieber beim Rosa, ha? Krim, jetzt setz dich erst mal her. Magst was trinken? Ein Schnapsel. Und? Einer war da. Also eine. Die Zilli. Oi. Kommen ist sie mit dem roten Kopf. Und gegangen ist sie mit dem grünen Schal. Was würde ich noch machen ohne dich? Ein Kreisbaumerlandler. Warum so betrübt? Ah, nix. Red mit mir. Rosa. Wir kriege mehr Geschäfte dazu mitzumachen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Ich hab 300 Leute umgebracht. Ich war immer schon Lokführer. Auch im Krieg. Wir sind durch Galizien gefahren. Es war mitten in der Nacht. Da ist auf einmal der Befehl gekommen, alle Lichter aus. Ich hab gewusst, das ist ein Wahnsinn. Aber ich hab nichts gesagt. Hab die Lichter angedreht, Scheinwerfer, Positionslampen auch. Völlige Dunkelheit. Ich bin ungebremst in einen voranstehenden Zug gekracht. 300 schlafende Soldaten. Alles aus eigenem Leid. Nie wieder aufgewacht. Nur damit wir uns richtig verstehen, Herr Pfarrer. Ich bin nicht zum Beichten gekommen. Meine Schuld kann mir kein Mensch nehmen und kein Gott auch nicht. Ich hab's probiert. Aber wenn ich nicht an den Himmel glaub, die Hölle habe ich gesehen. Ich hab gesehen, was der Krieg aus dem Menschen macht.
Und jetzt brauche ich die Hilfe von jemandem, an den ich damals meinen Glauben verloren habe. Was ist richtig? Was ist falsch? Und mehr sei mir, um zu richten. Er wird kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Es sei denn, wir meinen das andere richten, das Reparieren. Aber wie reparieren wir das Schlamassel? Wie kommen wir raus aus der Misere? Eins ist gewiss, nicht mit Gewalt. Durch den Glauben. Der Glaube kann Berge versetzen, auch Schuldenberge. Der Glaube an Gott, den Allmächtigen. Aber auch, und das ist die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, der Glaube an das Gute im Menschen, und zwar an das Gute in jedem Menschen, ob er Christ ist oder nicht. Nimmst du das komische Geld vom Bürgermeister da an? Ein Versuch ist es allemal wert. Amen. Amen. Vegetarier in der Fleischerei. Dein Hitler ist ja auch kein Fleischchen. Weil er Morgenprobleme hat. Der hat leider ganz andere Probleme auch noch. Was willst du von mir, unter Guckenburger? Magst du nicht mitmachen, Toni? Jetzt brauchst du schon einmal was von mir. Nein, ich hätte sogar was für dich. Sehr geschäftig. Ich meine, mir ist wurscht. Ist kein Wurscht. Aber die Leute taten halt Schlange stehen vor deiner Tür. Da probierst du was aufrecht zu erhalten, was sterben muss. Im Gegenteil. Wir machen da ganz was Neues. Aber auf Basis vom Alten. Und es funktioniert. Läuft wie ein Uhrwerk. Wovon ich rede, ist eine neue Zeitrechnung. Es ist ein großer Fehler, uns nicht einmal zuzuhören. Na, Toni, nicht jedes Haus reißt man gleich ab, nur weil das Dach undicht ist. Das Haus ist durch und durch marot. Das Zinssystem ist falsch, da gebe ich dir recht. Und die Börsenspekulationen gehörten schon lange abgeschafft. Unsere Scheine sind revolutionär. Vergiss deine Scheine, da geht's um viel mehr. Da geht's um Politik. Aber Geld ist doch Politik. Komm mir noch Bänke, Toni. Du musst dich enttäuschen, Unter Guckenberger. Es gibt schon eine Lösung für die Krise. Nationalsozialismus. Mhm. Na gut. Ich lasse dir das trotzdem da. Na, auf jeden Fall. Lächerlich. Ich spreche doch nicht für die paar jämmerlichen Figuren. Da kämen noch Leute, ganz sicher. Überall rennen uns begeisterte Massen die Türen ein und hier? Österreich ist es anders. Wenn's doch keinen Blödsinn. Ich komme gerade aus Linz, ein voller Erfolg. Ja, gerade sind schwierige Zeiten. Ja, dafür gibt's unsere Bewegung. Um den Leuten die Verzweiflung zu nehmen und ihnen eine Perspektive zu geben. Ja, ey,
Wo sind also die ganzen Menschen? Können wir doch zur Wirtin. Es wurde eh nichts mehr da. Ich gebe ihn aus. Was ist das für Geld? Das hat sich sein Vater einfallen lassen. Und wer ist dein Vater? Schaut mal halt auf die Lia. Ich habe Kindermadel angestellt. Die Scheine sollen ja schnell wieder raus, oder? Prost. Auf unseren Bürgermeister. Auf dich bitte. Prost. Prost. Übereinander schauen sich die Fraktionen die Köpfe an. Und bei uns sitzen zusammen und spielen Karten. Zusammen mit einem Pfaff. Auf die Christen und die Atheisten. Und auf alle anderen auch. Welche ist es? Da im Eck. Der Große? Nein, der Kleine beim Ofen. Geh, okay. Fini. Ja? Bringst dem Toni und seinem Freund ein Bier, bitte. Passt. Prost. Geht auf den Bürgermeister. Oh. Prost, Herr Bürgermeister. Ich weiß nicht, was wir machen können. Das geht abgestellt, natürlich. Keine Sorge, das Problem löst sich von allein. Es erregt genug Aufmerksamkeit. Und wenn die Presse Wind davon kriegt, dann schlägt das seine Wellen. Ja. Hier haben sich harte Gegner gesucht. Die Regierung. Die Banken. Gute Nacht für dich. Gute Nacht für dich. Servus. Bitte, Michael. Servus. Viertel. Das war mal um 10 cm größer, was? Kannst du jetzt Oberguckenberger heißen? Jetzt pass mal auf, Toni. Den Leuten was wegnehmen, damit die Gemeinde was hat. Den Juden was wegnehmen, damit der Arier was hat. Warum immer wem was wegnehmen? Heute bist du vielleicht der Gewinner. Aber im Großen geht's an den Kragen. Früher oder später steigst du auf die Füße. Stimmt ganz genau, Toni. Und deswegen müssen wir schnell sein. Weil wenn die Sache erst einmal richtig groß ist, dann ist sie nicht mehr zum Aufhalten. Und dann braucht's keine Banken mehr und keine Börsen mehr. Und dann Hitler auch nicht mehr. Pass leider auf, dass du nicht hinter Gittern landest. Dann kann dich dein Bruder dort besuchen. Falls er dich besucht. Weg mir am Arsch, Walder! Da biegst du die Marken her, gell? Auf jeden Schein eine. Wozu soll das gut sein? Wer für sein Geld zahlen muss, gibt schneller wieder aus. Was dauert denn das da so lang? Nicht hamstern solches Zeitziel, sondern ausgehen. Da brauchst du ja nicht anstellen. Gott, ich müsste da mal, Entschuldigung, zum Bürgermeister, gell? Da geht's zum Bürgermeister. Ja, ist schon recht. Gut, ja, ist schon recht, ja. Grüß Gott beieinander. Gemeinde am Vögel. Siegerader, Bürgermeister von Bad Tölz. Gott. Der Guggenberger, gefreut mich. Das ist der Kollege Berlaner aus Kufstein. Gut, habe ich die Ehre. Das hat ja schnell die Runden gemacht. Dass bei uns gearbeitet wird, oder was? Nein, dass bei Ihnen die Krisen vorbei ist. So. Warte mal einen Moment. Susanne, haben wir allein noch Stühle da? Selbstverständlich. Herr Kollege, jetzt sagen Sie bloß, meinen Sie, das ginge bei uns in Tölz auch? Ja, sicher. Ganz einfach sogar. Unser System funktioniert in jeder Größe. Alles ein Begeisterter, mach mit. Nicht alle. Ja, nicht alle. Wir sind erst gerade am Anfang. Aber es funktioniert. Schauen wir mal, wie lange noch. Was habe ich dir getan, Michel? Ist dir wirklich alles so egal, was da bei uns passiert? Nein.
nur das, was du machst. Ja, was glaubst du, für wen ich das alles tue? Das ganze Tamtam für mich ist? Undankbarer Rotzäufel. Weißt du, wie peinlich das ist, wenn der eigene Bub an den Rücken fällt? Lass mir doch in Ruhe. Du, pass auf, so redst du nicht mit mir, ja? Lass mir sonst wieder eine. Manchmal glaube ich, du bist nicht ganz der Hellste. Schon nicht mit deinem Buben reden. Mit dem kann man überhaupt nicht reden. Mit dir sind nicht immer einfach. Vielleicht hat ihn der Toni einfach mehr zu. Ach. Du hast gerade viel zu tun. Du fühlst dich schon mal vernachlässigt. Deswegen gibt er seine solchen Deppen ab, anstatt mit was Anständigem mitzumachen. Der Michi ist 19. Ja, alt genug, um ein bisschen mitzudenken. Ihr habt es auch nicht leicht gehabt. Was soll jetzt das wieder heißen? Ein Kind alleine aufzählen ist schwer. Ach so, und ich habe jetzt alles falsch gemacht, oder was? Nein, gar nicht. Aber vielleicht seid ihr euch einfach zu ähnlich. Das garantiert nicht. Auf jeden Fall seid ihr beide so wahnsinnig stur. Stur? Ich? Also wirklich, jetzt reicht's. Maria. Ich wollte fragen, ob er heute Nacht da bleiben kann. So ein Kapitän habe doch immer Kajüte frei. Kurz gesagt, es läuft alles genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Nur noch mal Spur besser. Wieso heißt dieses System natürliche Wirtschaftsordnung? Äpfel faulen, Eisen rostet, der Mensch altert, also muss auch das Geld vergehen, wenn es nicht in Umlauf ist. Das ist mit natürlich gemeint. Und dafür sind diese Marken da? Ganz genau. Statt der Zinsen arbeiten bei uns die Leute. Kämpft! Schnell kämpft! Kämpft her! Dass die Scheine schneller zirkulieren. Weil es die Leute lieber ausgeben, bevor es weniger wert sind. Je öfter so ein Schein weitergereicht wird, desto mehr Kaufkraft kommt zusammen. Und das bedeutet was? Sowas nennt man nachhaltig. Und das System funktioniert in jeder Größenordnung. Vom kleinsten Ort bis zum größten Land. Wie viel von diesen Scheinen haben Sie denn herstellen lassen? Nur so viel, wie wir hätten finden müssen. Aber da kennt sich der Ehrenwerte Herr Staber nur mal eine Spur besser aus. Also, unsere Scheine zirkulieren 10 bis 12 schneller als das normale Geld. Das heißt, bei Scheinen muss eine halbe Million Schilling Kaufkraft umgesetzt. Ja, ich bin ein skeptischer Mensch, aber als die Leute angefangen haben, ihre Steuern im Voraus zu bezahlen, da wusste ich, die Rechnung geht auf. Man kann mit den Scheinen seine Steuern zahlen? Ja. Die Gemeinde nimmt an den Fetzen ab, wer sonst? Herr Bürgermeister, bitte ein Foto. Ja. Mit der Fabrik. Wo ist der Lenk? Lenk, komm jetzt her. Bürgermeister in der Mitte. Alle miteinander. Und. Diese Tiroler. Sie verwenden ihr eigenes Geld? Es gibt kein eigenes Geld. Sie machen es sich einfach. Weitere 10 Gemeinden sind dem Beispiel bereits gefolgt. Offiziell. Aber wahrscheinlich sind es bereits weit mehr.
interessant. Wären Sie freundlich? Selbstverständlich. Bitte schön. Richtig schön haben die es hier. Ja, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Dann bekomme ich von dir zwei. Zurück. Fünf bitte. Sieht aus wie Geld, wird benutzt wie Geld. Ich wüsste nicht, was es anderes sein soll. Es ist nicht so einfach, ja? Geld ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. So, Manda. Aber jetzt. Zweimal Holla. Herzlichen Dank. Bitte. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Was wissen Sie über dieses Experiment, das hier läuft? Bürgermeister, Reporter? Sowas Ähnliches. Also ich war da von Anfang an dabei. Und ich habe das gleich gespürt, dass das was Großes wird. Das Geld, meinen Sie? Na, offiziell heißt es AB-Scheine. Aber ist ja wurscht, wie man den Fetzen nennt. Geld ist eine Vereinbarung und nichts weiter. Eine Vereinbarung? Klingt ja nicht so kompliziert. Na, und wenn man es sich einmal ausgemacht hat, dann kapiert man es auch gleich. Und das taugt alle. Aber das sieht man ja, oder? Sicher, ein paar Grandscherben gibt es immer, aber mei. Wer zum Beispiel? Also der größte Depp von allen ist der Toni. Der lässt sich das ganze Geschäft entgehen. Anton und wie noch? Von welcher Zeitung habt ihr jetzt noch mal gesagt, dass ihr seid? Da ist nichts freiwillig. Wer nicht spurt, wird um seine Existenz gebracht. So schaut's aus. Und würden Sie das auch unter Eid aussagen? Na sicher. Ich bin bald der Einzige, der noch übrig ist und ich krepiere. Also, wann wird der Zirkus da abtraten? Das ist nicht so einfach. Wir werden jetzt einmal nach Wien fahren, Bericht erstatten und dann kommen wir gegebenenfalls wieder auf Sie zurück. Wiederschauen. Jetzt wollt ihr abhauen. Dann macht sie doch so gleich fertig. Weg mit dem Falschgeld. Ich geh da hin, wechsle euch AB in Schilling und nachher habt ihr euer Geld. Das würde der Bürgermeister nicht tun? Herr Unterguckenberger, für mich sicher. Danke. Dein Name. Was machst du damit? Was? Warum sagst du mir nichts? Ich soll. Macht fünf. Da steht aber drei. Neues Geld, neuer Preis. Über andere wettern und selber der größte Halsabschneider. Ich hab gedacht, das ist nichts für Spinnerei. Zerbrich dir nicht den Kopf über Sachen, die du nicht verstörst, Michael. Was darf sein? So, die Herren, auf Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Gut, mal laut, Toni, dass du so lange hast warten müssen. Siehst du, was da los ist? Komm rein, bitte. Herr Bürgermeister, die nächsten fünf Minuten nehmen wir rein. Los. So. Gut, was kann ich für die tun? Kann ich die in Schilling umtauschen? Oder ist das ein Problem? Nein, ganz und gar nicht. Susanne, bringst du mir die Kasse, bitte? Darf ich die fragen, was die umgestimmt hat? Sie umzutauschen? Nein, die habe ich schon anzunehmen. Am Anfang warst du ja ganz dagegen, was ich mich erinnern kann. Ich bin halt doch ein Mitläufer. Danke. Vorher war ein wichtiger Anruf aus Frankreich. Der Sekretär von Daladier. Was von Daladier? Vom Premierminister? Da schau ich. Ja, gut,
Ruf später an. Wieder zurück. Ja? Danke. Du bist der Erste, der das in Anspruch nimmt. Ja, ich fühle mich geehrt. Wir sind schon lange wieder im Plus. Was steht die Zeitungsleute lassen einiges da? Die ganzen Touristen natürlich, ja. Ist ja ein Wahnsinn. Was für ein kleiner Ort für Staubaufwirbel. Ja. Und zwar 20, 40, 60, 70. Ah, Schulter, Guggenberger. Jedem geht's um Macht. Den Reichen, den Armen, dir, mir, das ist nur natürlich. Aber am Ende, da setzt sich immer einer durch. Ein Stärkere. Ein nicht der Gescheitere? Nein, der gibt nach. Scheuer, wer kommt denn da? Grüß dich. Grüß dich. Was gibt's? Sag, was wollte denn der Toni bei dir? Wieso? Da haben sie zwei Mann dabei. Ja, lass ihn halt Werbung machen für uns. Na, der hat irgendwas vor. Du, lass mir das Ganze nicht mehr schlecht machen für dich. Ich geh mit der Rose ins Kino. Vierte. Ich hab keine Ahnung, wie die in Paris davon erfahren. Und soll er die begleiten auf deiner ersten Auslandsreise? Ich kann's übersetzen. Bonjour, Monsieur. Est-ce que je peux traduire pour vous? Grüß dich, Grete. Wer die Rosa? Wer will's erstes Neonschild? Hier in dieser Gegend ist es fürchterlich. Jeden Tag gibt es eine Überraschung mit dem Wetter. Mit dem schönen Sonnenschein plötzlich ein Blitzschlag auf heiterem Himmel. Man steht ahnungslos da auf dem Berg. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister, ein Anschreiben! Die Nationalbank. Die Nationalbank lässt demnach anordnen, diesen Unfug unverzüglich abzustellen. Das gibt's ja nicht. Ja, und bei Zuwiderhandlung behält sich die Nationalbank vor, rechtliche Schritte gegen die Gemeinde, namentlich den Bürgermeister Michael Unterguckenberger einzuleiten. Wir haben die Fabrik wieder aufgemacht, haben die keine Augen im Kopf. Wörgl ist doch ein Paradies. Zumindest eine Oase. Wir hören nicht auf, sicher nicht. Allein schon wegen der Gäste, die kommen von überall her. Und die Reporter, die saufen für zwei. Herr Pfarrer. Also, meinen Sankt, das habt ihr. Georg. Wahrscheinlich wäre es unverantwortlich, die Idee jetzt sterben zu lassen. Nicht in so einer Zeit. Es ist sogar unsere verdammte Pflicht, da weiterzumachen. Dann müssen wir schnell sein. Wir laden die Bürgermeister ein. Was für Bürgermeister? Na, alle. Aber nicht daher, sondern nach Wien. Wenn wir die Welt schon nicht retten können, so wollen wir zumindest ein Zeichen setzen. Ja.
Ich will jetzt einfach. Mein Name ist Michael. Mein Name ist Michael Unterguggenberger. Danke, danke, danke. Es freut mich ganz außerordentlich, dass sich so viele dafür interessieren, was bei uns in Wergel passiert. Und es ist kein Wunder, wie manche es nennen. Da ist keine Hexerei dabei. Was da passiert, das ist die Realität. Es gibt einen effektiven und vor allem friedlichen Weg aus der Krise. Wir in Wergel haben nur vorgemacht, wie es geht, aber jeder Einzelne von euch kann es ganz einfach nachmachen. Wir können unsere Dörfer, Gemeinden, Städte wieder aufbauen. Aber dafür müssen wir ganz neue Ideen zulassen. Und vor allem müssen wir miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Geld ist kein Rohstoff, Geld ist keine Naturgewalt, Geld ist eine Erfindung, eine Abmachung, auf die wir uns alle eingelassen haben, sonst gar nichts. Und es wäre ein fataler Fehler zu sagen, es gibt keine Alternative. Wir in Wörgl haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Es gibt immer eine Alternative. Was ist jetzt? Die Versammlung ist aufgelöst. Der Saal wird geräumt. Wer sich widersetzt, wird festgenommen. Ihr habt das Recht zu reden, verdammt nochmal. Ich fordere Sie auf. Das ist eine Angelegenheit. Das ist meine Erstehaltung. Das ist meine Erstehaltung. Das ist meine Erstehaltung. Das ist ein Mensch. Ihr seid verwurschtung. Ihr seid die Verbrecher. Das ist ein Mensch. Das ist Meinungsfreiheit, das ist ein Menschenrecht. Dara, du feiges Sau! Hör auf! Ich bin ein Feierling, du in deinen Griffel eckig! Sie sollen nicht diskutieren, sie sollen rausgehen! Ich will nicht, ich diskutiere nicht! Keine Diskussion, Tempo, Tempo, raus jetzt! Raus! Wir diskutieren hier nicht herum, jetzt geht's raus! Was ist das? Die Vorladung zur Verhandlung. Ja, neuerdings in Wien so die Briefe zugestellt. Jetzt tauscht auf. Hör auf, Michael. Ist doch wahr. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Geh doch zum Toni und bleib von mir was dort. Einer von euch zwei muss mal gescheiter werden, sonst kehrt es mir auf! Franz, du musst die linke Seite, ja? Den Kopf über Sachen, die du nicht verstehst, Tommy. Herr Spinsch? Tut mir leid. Was denn? Das
dass mir alles immer so wurscht war. Ja, passt schon mit. Nein. Ich war einfach zu dumm, um zu kapieren, was du da leistest. Ich hätte die Arme einbinden können. Ich vergiss leider immer, dass du schon erwachsen bist. Wir sind halt beide stur. Haben wir wenigstens das gemeinsam. Es hat mir so viel Wunderbares gegeben. Vor allem die. Das Gesicht von Toni werde ich mein Leben nicht vergessen, wie du aus das eigene Tor zu laufst. Das war eine Wucht. Echt. Danke. Schau sie mal an. Gar nichts. Unkraut vergeht nicht. Geht's dir wirklich gut, Papa? Ja, ja. Um ganz ehrlich zu sein, mir ist es nie besser gegangen. Was, wenn wir Werkel zum Freistaat erklären? Mit eigenem Währungsrecht und allem drum und dran. Dein Kampfgeist ist bemerkenswert, Michel. Aber im Moment versucht man wirklich Schlimmeres abzuwenden. Aber der Papst in Rom hat doch auch gerade erst seinen eigenen Staat gekriegt. Warum dann nicht Werkel? Michel, ist dir klar, dass die einsperren wollen? Die wollen die hinter Gittern sehen. So, bitteschön. Vierte Maria, vierte Rosa. Immer mit der Schlange. Ja, Schatz. Vierte. Das ist ein historischer Prozess. Da geht es doch nicht um Werkel. Da geht es doch um eine globale Krise und um Auswege und Lösungen. Begreift es das nicht? Verdammt noch einmal! Hier und heute gilt es zu klären, ob gegen den Artikel 122 des Nationalbankgesetzes verstoßen wurde und wenn ja, welche Strafe zu verhängen ist. Einspruch stattgegeben. Danke. Ja. Dürfte ich bitte nach vorn treten? Bitte. Das hier seien die Resultate der möglichen Straftat. Brücken, Straßen, Kanalisation, die Schule und die sanierte Fabrik. Schauen Sie sich die Bilder ruhig an. Die sind nicht gestellt. So schaut das in Wörgl aus im Hier und Jetzt. Einspruch aus bereits erwähnten Gründen. Spannung verfolgt die internationale Presse den Ausgang einer ungewöhnlichen Verhandlung. Die österreichische Nationalbank bezichtigt den Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Wörgl des Verstoßes gegen das Banknotenmonopol. Michael Unterguggenberger hat eigene Scheine in Umlauf gesetzt und damit höchst erfolgreich seine marode Gemeinde saniert. Diese Scheine verlieren... Das Spielgeld lieber schneller. Weil das soll das nichts mehr werden. Halt doch einfach einmal dein Backen, Toni, ja? Geht's alle froh sein, dass man eigentlich nicht jeden Einzelnen verkauft. Ja, das wäre schon. ...und versucht nunmehr auf gerichtliche Wege, den sich abzeichnenden und sich greifenden Wörkeraktivitäten einen Riegel vorzuschieben.
Herr Unterguckenberger, Sie tragen die alleinige Verantwortung für das Geldexperiment, ist das korrekt? Einspruch. Die Formulierung Geldexperiment ist irreführend. Stattgegeben. Sie tragen also die alleinige Verantwortung für das beanstandete Experiment. Das ist richtig. Stimmt es zudem, dass Ihre sogenannten Arbeitsbestätigungsscheine auch zur Zahlung der Gemeindesteuern akzeptiert werden? Richtig. Sie pochen darauf, Ihr Experiment als Tauschhandel deklariert zu werden. Es besteht kein Annahmezwang und keine allgemeine Gültigkeit. Aber ist es nicht korrekt, dass diese Arbeitsbestätigungsscheine jederzeit in richtiges Geld umgewechselt werden können? Einer im Ort hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das war nicht meine Frage. Antworten Sie bitte auf die Frage. Einem Einzigen haben ja die Scheine in normales Geld gewechselt, das stimmt, aber alle anderen... Und ist es vorgekommen, dass eine solche Transaktion jemals zurückgewiesen worden wäre? Wie gesagt, es war nur ein Einziger. Beantworten Sie nur meine Frage, Herr Unterguckenberger. Ein bisschen Konzentration wäre hilfreich. Nein, das ist in diesem einen Fall nicht vorgekommen. Keine weiteren Fragen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Rosa. Ich bock das nicht allein. Bist nicht allein. Was ist wirklich einsperren? Das trauen Sie sich nicht. Das sind die ganzen Reporter gesehen. Da sind sogar Demonstranten draußen. Ich bin schwanger. Was noch keiner außer dir. Wo kommen wir dahin, wenn jeder dahergelaufener sein eigenes Geld druckt? Der Mann hat nach Antworten gesucht. Ich weiß nicht, ob das kriminell ist. Da geht es nicht um Herrn Obergrubendorfer. Unterguckenberger. Wie? Der Mann heißt Unterguckenberger. Geld ist Politik. Wir können keine weitere politische Bewegung brauchen. Jetzt. Herr Unterguckenberger, treten Sie bitte vor. Das Oberste Verwaltungsgericht zu Wien befindet den Angeklagten Herrn Michael Unterguckenberger, Bürgermeister der Gemeinde Wörgl, für schuldig. Schuldig für was? Dass es allen besser geht? Ruhe! Bitte setzen Sie sich. Bei den ausgegebenen Scheinen handelt es sich um ein illegales Zahlungsmittel, welches das Banknotenprivileg der Nationalbank verletzt. Die Scheine werden umgehend eingezogen. Jeder, der mit diesen Scheinen handelt, wird strafrechtlich verfolgt und zur Verantwortung gezogen. Angesichts des prekären gesundheitlichen Zustands des Angeklagten wird von einer Reststrafe abgesehen und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Herr Michael Unterguckenberger wird seines Amtes enthoben. Ihm wird auf Lebzeit jede politische Aktivität untersagt. Die Verhandlung ist geschlossen. Verbrecher seid ihr, sonst gar nichts. Und der Herr Unterguckenberger bleibt Bürgermeister von Wörgl. So schaut's aus! Ein Kommentar bitte, Herr Bürgermeister, ein Kommentar. Hier wurde die Not nicht von Gott gesandt, sondern von menschlicher Verehrung verordnet. Danke. Danke, dass das Experiment so.
Da habt ihr es! Nehmt es doch alles mit!